Gut, das ist Tira von Egidienberg, also ein Pferd aus eigener Zucht. Und die Laura wird sie vorstellen. Okay, dann sehr schickes Pferd, schicker Schecke, so wie ihre Mutter auch. Die Tikla aus Dänemark war sie. Auch so eine ganz schicke Stute. Der Vater von ihr ist Mathe von Berla. Der frühere Hengst von Reitschule Berla, Enkel von Dippittel von Rotzmula. Und den haben wir irgendwann vor vielen Jahren übernommen. Und dann hat er hier noch ein bisschen gedeckt. Ist jetzt sehr, sehr beliebtes Freizeitpferd von seinem Besitzer, auch mittlerweile kastriert. Aber diese Tiere ist auf jeden Fall ein Nachkomme von ihm. Und genauso wie der Matteur selber so ein Pferd war, der oder ist, der ganz viel Tölt hat, sehr unproblematischen Tölt hat, so ist es auch bei der Tiere. Die Tiere ist 4 Jahre alt, also 2017 geboren. Muss man eben mit der Berücksichtigung halt eben sehen, dass sie noch nicht so viel gearbeitet ist. Aber wobei ich schon sagen kann, die ist ganz rundherum geritten. Ist nahezu problemlos von jedermann zu reiten. Und hat eben sehr viel Tölt. Und ist so ein bisschen peppig. Also geht schon gut vorwärts. So wie man jetzt sieht gerade, die Laura hat so ein bisschen getrieben und schon bopp, war sie da. Ganz schickes Pferd. Gute Ausstrahlung. Keine Ahnung, wie gut sie mal wird. Manchmal, so wie jetzt gerade in der Kurve, denke ich, da ist noch viel mehr drin als in Anführungsstrichen nur so ein nettes Freizeitpferd. Aber muss man eben sehen. Momentan wird es halt eben so jungpferdemäßig geritten, schon viel im Tölt geritten, aber auch die anderen Gangarten, ganz viel auch im Gelände, dass sie da einfach so entspannt wird. Das ist eigentlich momentan das Hauptprogramm, was wir mit ihr machen, dass sie sehr viel und auch mal ein bisschen längere Strecken im Gelände geht, um einfach ganz entspannt für jedermann zu reiten sein wird. Die Mutter war so ähnlich, auch eine Stute mit sehr viel Tölt, die wir irgendwann aus Dänemark importiert hatten, die aber nicht sehr lange, glaube ich, recht erinnere, bei uns war. Ich glaube, wir haben gerade das eine Pferd gezüchtet von ihr und dann ist sie schon verkauft worden. Aber es ist auffallend schicke Stute, auch von der Zeichnung her, die Mutter, sehr schicker Schecke. Ja, es sieht schön aus. Gut akzentuierte Bewegungen, immer gute Ausstrahlung. Wie gesagt, der Vater ist ganz, ganz ähnlich. Auch so ein Pferd mit ganz viel Tölt, wo ein Zügel auf den Hals legen kann, der töltet immer noch. Und sein Reiter, der Harry, ist ein reiner Freizeitreiter, der 0,0 Ambitionen hat, irgendwie turniermäßig zu reiten und einfach sehr, sehr glücklich ist und mit seinem Matteur einfach meistens reitet die Familie Eifler ganz früh morgens. Dann sind die schon um 7 Uhr oder so im Sommer unterwegs. Sehr schön so, Laura. Und da guckst du auch mal nach den anderen Gangarten, so weit es geht. Ich habe da beim 4-jährigen Pferd keinen übertriebenen Ehrgeiz. Wenn jetzt der Trab, ich glaube nicht, dass das der Fall ist, aber wenn jetzt der Trab nicht da sein sollte, dann ist er halt eben nicht da. Muss man einen Moment abwarten oder vielleicht erst abgaloppieren. Wir werden sehen. Ordentlicher, sauberer Schritt. Jetzt wird sie wahrscheinlich warten, bis sie am Ausgang vorbei ist. Hoffe ich zumindest. Jawohl, wunderbar. Schön so. Gute Trabbewegungen. Auch ehrlich wie der Tölt, akzentuiert.
Haltung ist noch nicht so, wie sie letztendlich sein sollte. Die ist mal da, mal nicht da. Mal mault sie so ein bisschen rum. Das müsste noch so ein bisschen leichter und geschmeidiger werden. Aber gut, dafür ist sie 4 Jahre alt. Aber es ist nicht so, dass der zukünftige Reiter jetzt unbedingt, wie ich vielleicht beim einen oder anderen schon mal sage, viel Routine haben muss im Reiten von jungen Pferden. Also die ist schon nahezu wie ein älteres Pferd oder ist wie ein älteres Pferd zu reiten. Aber man sieht auch jetzt hier, wenn die so ein bisschen länger läuft, ist es ja nicht perfekt, hebt sich immer noch mal ein bisschen raus, aber es wird so insgesamt gefälliger und runder. Okay, dann mal Galopp. Jawohl, ein bisschen die Kurve nutzen. Beim Galopp kann man natürlich erkennen, wie viel Tölz sie hat. Auch hier, wie ich eben beim anderen Pferd schon mal sagte, ob sie irgendwann mal Fünfgänger wird oder nicht, interessiert mich momentan gar nicht. Ich käme nie auf die Idee, an so einem vierjährigen Pferd jetzt rumzuschrauben und da Pass zu suchen. Aber man sieht so diese flache Galoppade, dass das vielleicht mal der Fall sein könnte. Aber momentan uninteressant. Wichtig ist für mich, dass man dieses junge Pferd hier alleine auf der Bahn bei offenem Ausgang galoppieren kann. Okay. Ja, weiter, weiter. Okay, und anhalten hier. Wunderbar, das war Laura mit der Tira von der Giedenberg, einer vierjährigen Stute. Okay, danke Laura. Gut so.